Matschendrasana ist die Bezeichnung für verschiedene Asanas. Rafaela zeigt drei davon. Matscha heißt Fisch, Matschendrasana ist die Stellung des Herrn der Fische. Matschendrasana 1. Komme zum Lotussitz. Dann fasse mit den Händen an die Großzehen und beuge dich nach vorne und gib den Kopf auf den Boden. So bist du in Matschendrasana Nummer 1. Matschendrasana Nummer 2. Komme zum Purana Matschendrasana. Gebe einen Fuß in den halben Lotus, gib den anderen Fuß auf den gegenüberliegenden Oberschenkel, Fuß zum Boden und drehe dich dann zur Seite. Das ist Purana Matschendrasana und da Matscha, das gleiche bedeutet wie Matsya, nämlich Fisch, ist Matschendrasana auch gleichbedeutend mit Purana Matschendrasana. Matschendrasana Nummer 3. Komme mit den Beinen zur Kuhmaulstellung. Kreuze die Oberschenkel übereinander und fasse dann mit jeder Hand an den Fuß, der auf der gleichen Seite ist. Dann beuge dich nach vorne. Das ist Matschendrasana Nummer 3. Alle Matschendrasana-Variationen sind gute Massagen für die Bauchorgane und bringen das Prana in die Sushumna. Wenn dir es gefallen hat, klicke auf Daumen hoch, gefällt mir und teile die Sendung mit anderen. Rafaela, Eduard hinter der Kamera und Sukadev danken dir fürs Zuschauen.